Das ist ja mal wirklich eine Überraschung. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer will in Syrien Frieden schaffen. Sie hat angeregt, eine internationale Schutzzone in Nordsyrien zu errichten, an der sich dann auch Deutschland beteiligen soll. Das hieße konkret, ja, Kramp-Karrenbauer möchte dann auch deutsche Soldaten nach Syrien schicken. Zwei soll sie schon rekrutiert haben, Friedrich Merz und Jens Spahn. Ich vermute also, Putin und Erdogan haben ihren Deal von Dienstagabend bereits ad acta gelegt. Sobald sie das gehört haben, haben sie die Stifte fallen lassen und gesagt, okay, dann geht's nicht. Annegret Kramp-Karrenbauer hat offenbar andere Pläne für Nordsyrien. Ja, sorry Erdo, tut mir leid, Vladi, aber kann man nichts machen. Und auch die internationale Gemeinschaft nimmt den Vorschlag offenbar sehr, sehr, sehr ernst. Moskau nannte die Idee überflüssig, Frankreich reagierte skeptisch, NATO-Chef Stoltenberg zurückhaltend. Ja, die einen sagen so, die anderen so. Kommt vielleicht auch ein bisschen spät, der Vorstoß. Es ist ja leider alles schon beschlossen und aufgeteilt. Und dann hat sich Kramp-Karrenbauer noch nicht mal mit ihrer Regierung abgestimmt. Heiko Maas wurde ganz kurzfristig informiert, und zwar wie? Den Außenminister hat Kramp-Karrenbauer heute per SMS informiert, obwohl sie gestern im Kanzleramt über Syrien sprachen. Ja, per SMS. Man kann sich vorstellen, wie Kramp-Karrenbauer vorgeht. Die überlegt sich, okay, Militäraktion in Syrien, wem muss ich da Bescheid sagen? Gut, den Soldaten, meinem Mann, der Merkel, meinem Karnevalsverein, dass ich weniger Auftritte machen kann. Wem noch? Ah, shit, das Kommunionkind im Außenministerium. Ja, ach, komm, ach, dem Sims ich kurz. Ja, da schreibt sie hier. Hallo Heiko. Kleine Info, es gibt Krieg und ich mache mit. Also wenn du zufällig im Ausland bist, pass auf, kann sein, dass geschossen wird. Krieg muss jetzt sein, denn es wird eng für die Kurden und eng kennst du ja von deinen Anzügen. Wir sagen dir Bescheid, wenn wir gewonnen haben, Bussi und fuck off, Krampe. Es ist natürlich eine ganz neue Situation, jetzt wo die USA nicht mehr Weltpolizei spielen. Trumps Rückzug aus Syrien hat ja für sehr viel Kritik gesorgt. Nicht bei allen, ja, nicht alle sehen das kritisch. Also Trump selber zum Beispiel sieht es gar nicht kritisch. Er ist ja der Meinung, er habe Frieden in die Region gebracht. Und der IS freut sich auch, dass so viele Kämpfer wieder freikommen. Also das kann sich Trump wirklich auf die Fahnen schreiben, beziehungsweise auf die Mütze. Trump ist wie jemand, der vom Platz stürmt und Sieg schreit, während er gerade 0-6 verloren hat. Zusätzlich kommen in der Ukraine-Affäre immer mehr unschöne Details ans Licht. Jetzt belastet ihn auch noch der US-Botschafter in Kiew und sagt, Trump habe natürlich sämtliche Militärhilfen für die Ukraine abhängig gemacht von Ermittlungen gegen den Demokraten Joe Biden, seinen möglichen Herausforderer, im nächsten Wahlkampf. Es ist eine einzige Pannenshow. Und Trump wird merklich nervöser und somit aggressiver. Das kennt man ja von ihm. Erst kürzlich ist er wieder mit Nancy Pelosi aneinander geraten, der Sprecherin des Repräsentantenhauses. Trump ist ausgeflippt, traurig. Er nannte sie eine drittklassige Politikerin. Ich habe dann entgegnet, ich wünschte, sie wären ein Politiker. Ja, zumindest. Zumindest arbeitet sie daran, dass er es nicht mehr lange ist. Das drohende Amtsenthebungsverfahren zwingt Trump, sich zu erklären. Und das tut er. Hier und jetzt bei uns. Und Max Giermann versucht das auf seine Art zu übersetzen. Hello, my fellow German people. Hallo, meine lieben Deutschen. As you know, the devil himself, Nancy Pelosi, wants to impeach me. Eine sehr kluge Frau will, dass die Welt endlich wieder in Frieden leben kann. Pelosi hates me, because I just called my very good friend Selenomir Volodsky. Sie hasst mich, weil ich meinen sehr guten Freund you mean Volodymyr Zelensky, right? What? Volodymyr Zelensky. I don't speak German. No, the president of Ukraine. The president of migraine, yes. Not migraine, Ukraine. Ich krieg auch gleich Migräne hier. Migraine, Ukraine, who cares? Well, shut up and translate. I called him
ich habe ihn angerufen and asked. Und gefragt. Very friendly. Sehr freundlich. And let me tell you something. The United States have a huge history in asking friendly. Ja. So wie wir zum Beispiel auch die Leute in Guantanamo sehr freundlich befragen. I just asked for some information about Joe Biden's son and his business. That's all. Der ukrainische Präsident sollte mir dabei helfen, meinen Wahlkampfgegner Joe Biden mal eben loszuwerden. Das ist alles. Believe me or not, but I love to talk openly to people. Also, ich rede gerne offen. Außer über meine Steuererklärung oder über Schweigegeld für Prostituierte oder über Wahlkampfhilfe aus Russland. Oder gibt's noch? Hey, you. Me? Yes. If you know anything that could help me, you look like a very smart guy. Oh, danke. Thank you. Du nicht. You too. But also ich weiß nichts. I know nothing. Sorry. Nothing. Well, sometimes knowing nothing is better than knowing too much. Manchmal ist der am schlauesten, der sich am besten dumm stellen kann. Moment, da fällt mir ein, Augenblick. Ja, vielleicht ist das ja gar nicht so eine schlechte Idee mit dem Impeachment, weil Sie wären ja der Erste. You would be the first president to be impeached. Think about it. The first? Yes. I could be the first. Oh, yes. Oh, that sounds great. I love to be the first. I know. Donald's first. Donald der Erste, ja. That's fantastic. Absolutely. Donald first. Go for it. Donald first. Donald first. Okay, thank you very much. Hey. Let's get impeached. Donald first. Donald first. Donald ja. first. Good luck. Das wünsche ich uns auch. Viel Glück. Max Giermann.